Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded. Heute fahren wir 90.000 Pfund schweren Schürfzug von Iroquois Falls nach Detroit. Das heißt, wir fahren das erstmal bei Michigan rein und in Detroit. Das ist übrigens ungefähr 1,2 Kilometer, genau 1200 Kilometer sind es in etwa. Und wie, ja, was soll ich sagen? Ach ja, und in Detroit machen wir noch mal ein bisschen kleine Stadtrundfahrt, mehr oder weniger, denn in Detroit versuchen wir wieder mal unser Glück. Und decken den Händler auf, um den Mac zu bekommen. Also, um den Titan zu bekommen. Da haben wir ihn ja schon bekommen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Kann auch sein, dass wir ihn mittlerweile bekommen haben und schon ein Ziel haben. Kann natürlich auch sein. Das habe ich jetzt natürlich wieder erfolgreich verdrängt, wenn dem so wäre. Auf jeden Fall machen wir dann einfach eine kleine Rundtour, weil, keine Ahnung, kann ja nicht schaden. Dann decken wir vielleicht nochmal den Volvo-Händler und so weiter, dann haben wir da auch alles, alle Möglichkeiten ausgeschöpft, was das betrifft. Schön frei hier gerade in die Opa Falls. Der Kollege, wir brauchen ein bisschen mehr Platz zum Drehen. Und schon eine knappe Kiste gewesen. Wir haben keine knapp 1200 Kilometer haben wir vor uns. Wir müssen auf jeden Fall uns nochmal aufs Ohr legen. Vermutlich nochmal in Kanada. Auf auffälligere Sub-Anfragen kann man echt nicht machen. Wenn man einen fucking Nutzernamen Sub-Tumi schreibt, ey. Ich wieder blockieren die ganze Scheiße.
bin aber auch scheiße dumm, ne? Ich bin einfach nur fucking dumm. Ich bin gerade aufgestanden, hab die scheiß Tür aufgemacht, hab mich gemutet dafür, damit, keine Ahnung, dann hat eigentlich keinen Sinn gemacht, weil ihr sowieso den ganzen Scheiß das, weil ihr sowieso sachschnell. Wie heißt der Shit nochmal? Weil ich ja sowieso rausgeschnitten hätte und so weiter. Wo ich aufgestanden bin und mich hingesetzt hätte. Also das hätte ich sowieso nicht mitbekommen, aber. Keine Ahnung. Ich glaube, weil ich halt das die Audiospur über die komplette Länge des Videos anpassen wollte. Das war im Hinterkopf. Und hab mich vergessen zu entmuten. Meine Fresse. So, ich habe nämlich gerade eben mich wieder mal ein bisschen über diese ganzen Sub-for-Sub-Shit aufgeregt. Dass das normalerweise, dass so eine Scheiße normalerweise immer im Spam-Ordner oder im Überprüfung ausstehen Kram ist und das jetzt einfach mal wieder öffentlich gemacht wurde, der Scheiß. Das Kommentar. So, ich verstehe nicht. Ich versuche es nochmal zusammenfassen. Ich habe es wahrscheinlich jetzt gleich gerade den Abschnitt in schnellerer Variation abspielen lassen, damit es nicht ganz so auffällt, den ich ihn habe. Was wahrscheinlich dadurch noch mehr auffällt. Aber ich verstehe halt nicht, wenn man schon Tracks oder Beats oder whatever macht, warum zur fucking Hölle vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist das auch einfach nur meine Einstellung nach dem Motto, keine Ahnung, wenn ich berühmt werde, dann halt durch meine Arbeit und nicht durch irgendwelchen Shit, aber warum zur Hölle zum einen schreit man in seinem Benutzerprofil Mist, schreibt man bla 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 Tracks und danach Bindestrich Sub to me. Also so nach dem Motto, keine Ahnung, klar ist, alle denken, das Ding bei YouTube ist von wegen hier die Abonnentenzahl. Abos sind das A und O. Durch Abos, keine Ahnung, zeichnet man sich aus oder so ein Schwachsinn. Deswegen muss man das unbedingt in den Benutzernamen hinschreiben, dass man zu der Person subben soll. Ich meine, keine Ahnung. Das ist doch normal bei YouTube. Bei YouTube kann man halt abonnieren, so wie man bei Dings folgen kann, bei Twitch. Und bei anderen Sachen auch, keine Ahnung, bei Instagram folgen kann, aber auch klar. Bullshit, dass man das in den Namen reinschreiben muss, dass man nicht durch die eigene Arbeit Anerkennung bekommt, sondern halt durch so einen Schwachsinn und dann einfach nur das Video sich durch YouTube durchtappen, auf ein Video klicken, Copy and Paste und dann so einen Schwachsinn so nach dem Motto geiler Content oder cool Content, make more videos, let's be friends. Keine Ahnung, also was weiß ich. Das ist einfach nur unnötiger Schmutz. Mehr ist es nicht. Einfach nur unnötiger Schmutz. Falls es da irgendwelche Leute hier draußen gibt, die irgendwie auf meinem Kanal keine Kommentare oder sowas schreiben können, dann liegt das daran, dass ihr irgendwie was in der Richtung geschrieben habt, nach dem Motto Abo gegen Abo oder so ein Schwachsinn. Oder Sub for Sub. Und das ist für mich persönlich, also keine Ahnung, ihr könnt, was weiß ich, noch so Menschen sein, aber das ist für mich und für meinen Kanal ein Permaban. Also keine Ahnung. Sowas will ich nicht, sowas brauche ich nicht. Das ist sowas von 2013 oder sowas. Oder 2014, keine Ahnung, einfach. Macht doch einfach Videos, unterhaltet die Leute, investiert
Ja klar, also investiert einfach halt Zeit in eure Arbeit, in eure Videos. In Schneiden, geht auf gute Quali und dann keine Ahnung. Der YouTube-Algorithmus wird euch sowieso nie wirklich krass weiterbringen. Also keine Ahnung. Also, wenn ihr Glück habt, dann passiert das, aber nicht durch so einen Kram von wegen, ich klicke mich durch 300 YouTube-Videos pro Tag und mach dann einfach eine auf Copy and Paste, ich bin Kommentarschreiber, folg mir, abonniere mich. Jetzt um auch nochmal auf Track-Sache raufzugehen, also um die Music-Producer oder Track-Producer raufzugehen, wenn man über den Hintergedanken hat, ja, irgendeine Kooperation oder so, whatever, einzugehen, nach dem Motto, ich stell dir meine Tracks zur Verfügung, du schreibst dann in die Kommentare, in die Beschreibung, keine Ahnung, verlinkst mich in der Beschreibung und blendest so gesehen den Namen des Tracks und quasi so gesehen den Titel, so hier Autor, Producer-Title ins Bild, in dein Video, dann keine Ahnung, dann macht man das nicht über die Kommentarfunktion, sondern keine Ahnung, entweder über die, weiß ich nicht, gibt es überhaupt noch die Funktion von privaten Nachrichten? Entweder darüber oder halt, keine Ahnung, geh dann auf Kanalinfo, dann auf, was weiß ich, geschäftliche E-Mail oder wie auch immer das da heißt und dann schreibt man einfach eine E-Mail, dann macht man es auf professionelle Art und Weise. Aber nicht durch sowas, keine Ahnung. Also gut, klar, kann man natürlich auch machen, aber dann sollte man auch irgendwie schon sowas in der Richtung schreiben von wegen, hey, Wenn man sowas in der Kommentare schreibt, dann irgendwie sowas wie von wegen, keine Ahnung, hey, mir gefallen deine Videos, falls du, was weiß ich, nennen wir es mal lizenzfreie, keine Copyright-verstößende Musik für deine Videos haben möchtest, dann, keine Ahnung, schreib mich an und wir quatschen oder whatever, oder schreib mir eine E-Mail, aber keine Ahnung. Halt nicht über so einen billigen Schmutz. Ich merke schon, das ist jetzt wieder eine richtige Rant-Folge. Ist aber auch. Wir haben jetzt 200 Kilometer, haben wir jetzt hinter uns, 300 Kilometer sogar schon mittlerweile. Ich viel gelabert, aber ich schon richtig lustig hier. Wer kaum ist, wahrscheinlich werde ich nicht ganz so gut hoch. Ist natürlich nicht so, dass die Abonnenten halt, oder die Abonnentenzahl, oder die Abonnenten halt komplett irrelevant sind für YouTube, ne? Aber es macht halt viel mehr Sinn, wenn du Abonnenten generierst durch das, was du an Content produzierst, weil dadurch hast du halt keine toten Abonnenten. Aktive Abonnenten sind wichtig. Keine Ahnung, also
Ich habe auch relativ, oh, was heißt relativ? Ich habe ziemlich viele tote Abonnenten, die mir halt in dem Sinne halt nicht wirklich viel weiterbringen. Also je mehr aktive Abonnenten man hat, die, ja, was weiß ich, die, wenn man ein Video produziert innerhalb von ein paar Stunden oder so, das Video sich anschauen, dadurch hat man, erreicht man halt viel mehr auf YouTube als durch Abonnenten, die die Videos nicht angucken. Deswegen macht das einfach viel mehr Sinn, nicht nur ethisch gesehen, oder zumindest nicht von meinem Ethikaspekt her, oder meiner Ethik-Sicht, dass man halt auch so was wie Sub for Sub oder Follow for Follow oder Kommi for Kommi oder Like for Like oder was es nicht alles so gibt auf der Welt, da draußen im World Wide Webs. Dass man halt, dass man halt den Schrott, den Mist nicht macht, weil man hat halt viel mehr davon, wenn man sich die Abonnenten und damit halt auch die Klickzahlen Schritt, das war ja das, was ich immer sagen wollte, wenn man die halt eigenständig generiert. Das klar nimmt das in Anführungszeichen, es nimmt natürlich Zeit in Anspruch, es dauert natürlich, aber man hat halt deutlich mehr davon, wenn man das so handhabt. Ja. So, von uns hat Barry vorbei. Weiter Richtung Perry Sound. War nämlich auch vorbei. Aber ich finde das für mich ist das halt einfach ein europäisches Prefab hier, wo wir gerade überfahren. Nur halt mit, das ist halt so komplett irgendwie unpassend. So texturmäßig natürlich auch. Och Mensch, nicht schon wieder. Dann gehst du wieder runter auf 83 km. Schon da. Eben auf 82. Oh, der Fake ist auch noch langsamer, ey. Das darf doch nicht wahr sein. Bitte noch 83. 85 Kilometer pro Stunde. Ich meine, das sind immerhin 15 Kilometer pro Stunde unter dem Tempolimit. Das ist auch schon eine Menge. Es ist mir fast unbegreiflich, dass wir trotzdem Zeit aufholen, obwohl wir so immens weit unter dem Tempolimit fahren. Wir könnten sogar tatsächlich auf die 90 gehen, sehe ich gerade. Aber gut, dann. Belassen das dabei und belassen die Cruise Control, den Tempomat auf. Sag schnell. Auf da, wo wir ihn haben. Ich weiß halt gerade echt nicht mehr, wie das, obwohl ich die Folge vor kurzem aufgenommen habe, ne, weiß ich, mit vor kurzem meine ich vor 2 Tagen, glaube ich, weiß ich echt nicht mehr, ob wir schon mal nachgeguckt haben, ob wir es in Titan nehmen können oder nicht. Doch, ich glaube schon, 120.000 war das, glaube ich, ne, ja, ich glaube schon. 122.000 war bei ETS 2, 120.000 war, glaube ich, hier für den Mac Titan. Kommt übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, 27.500 für den Auftrag. Dementsprechend haben wir nach dieser Folge knapp 110.000. Sollte alles nach Plan verlaufen. Also was heißt knapp 110.000? Wir haben 100.
106.000 und ein paar zerquetschte. Oh, das ist 107.000 und ein paar zerquetschte. Ne, 106.000 und ein paar zerquetschte. Das ist natürlich auch schon mal sehr gut, dann, das heißt, dementsprechend werden wir dann, ich muss mal nachgucken. Welche Folge haben wir gerade? Dementsprechend. Wir befinden uns gerade in Folge 12. Dementsprechend können wir uns dann in Folge 14 den eigenen LKW holen. Beziehungsweise wir holen uns den eigenen LKW in Folge 14 und könnten ihn prinzipiell schon uns kaufen am Ende der 13. Folge. Sound. Okay. Müssen wir eigentlich immerhin nach Bitum. Okay. Wir haben so viel Zeit für den Auftrag noch. Ne? Ich würde ja schon fast sagen, wir legen uns auch jetzt schon gleich mal hin und tanken, sobald das halt möglich ist. So wie es ausschaut, sind wir einfach unfassbar früh da. Also unglaublich früh da. Dann geht es weiter Richtung Toronto. Sehr schön, dass wir jetzt scheinbar auf einer Seite auf dem Freeway, wie auch immer. Wir können ja erstmal schön rumheizen, mehr oder weniger. Aber wir können endlich mal hier ne, das Tempo Limit ausfahren. Was gesagt, kommt eigentlich gleich ein Dings? Aus, aber das nächste werden wir uns definitiv nehmen müssen. Rest Area auf jeden Fall, Truck Stop wäre noch umso besser. Wir könnten über den auch nochmal tanken, weil ich habe das Gefühl, ihr habt Distance nur noch 300 Kilometer und das reicht bei weitem nicht. Das reicht einfach bei weitem nicht. Jetzt noch überholen oder nicht? Ich kann mich gleich auch überholen, wenn das so weitergeht. Überhole ich halt. Oh, der hat das ein bisschen überholt an. Er kommt ja nicht aus dem Quark.
jetzt kommt der andere, jetzt fahren die auch wieder da. Fahren wir gerade langsam vor. Gleich werden wir sowieso wieder ausgebremst durch ein zufälliges Ereignis. Da wird schon wieder Baustelle gegeben oder ein Unfall, wodurch wir dann. Danke, das ist ja, das ist doch wieder mal schön angenehm. Ist auch eigentlich gerade wirklich ein cooler Zeitpunkt, hier gerade zu fahren. Sonne, die Sonne blendet jetzt erst langsam drauf. Wir haben es gerade wir haben es gerade 13.39 Uhr. Langsam fängt die Sonne an zu. Also nicht die Sonne, sondern eher der Garten, der Garten, die Gardine. Waystation, die wir schon rausgekommen. Oder auch nicht. Die Gardine, besser gesagt. Ja, langsam, ne? Die Gardine kommt langsam. Man sieht die Gardine, so. Das wollte ich sagen, meine Güte. Nicht die Sonne blendet, sondern die Gardine blendet so gesehen. Boah, scheint langsam auf dem Dings, auf dem linken, auf dem rechten Monitor, wo das Spiel Dings läuft. Also, wo dieses Spiel läuft. Obwohl das eigentlich nicht der Main Monitor ist. Beziehungsweise nicht als Main Monitor ausgewählt ist. Oder? Doch. Ja, eigentlich nicht. Hä? Egal. Also ich kann es auf alle Fälle nicht ändern, leider. Ich würde es gerne auf einen linken Monitor packen, weil ich den linken Monitor oder den voll krass höher stellen kann und dementsprechend auch auch bei Sonneneinstrahlung könnte ich dann prinzipiell auch aufnehmen, hätte da keinen wirklichen zeitlichen Bezug oder so. Aber gut. Mensch, also ich muss langsam danken. Was sagt denn das gute Stück hier? Okay, da kommt ein Tank. Wollen wir da noch hinkommen? Das könnte eng werden, scheiße. Könnte echt sehr eng werden. Mal sowas von eng.
er so langsam mit 70 über den fucking Freeway. Okay, bei Nacht zu fahren ist es wieder, wieder blöder. Es muss ich tatsächlich über OBS suchen. Über den OBS-Screen so gesehen fahren. Was halt nur ein Viertel vom Vollbild ist. Also ein. So gesehen ein Viertel 1080p. Noch 376 Kilometer oder 370 Kilometer bis nach Detroit. Mir fällt gerade auf, es ist so die erste 1000 plus Kilometer Tour, die wir in der Reloaded Version haben, was eigentlich ein ganz gutes Ding ist, weil dann können wir zumindest schon mal uns ungefähr vorstellen, oder haben wir eine ungefähre Vorstellung, wie lang eine Folge wäre, die 1000 Kilometer Stück hat. Was wichtig ist für zukünftige Folgenlängen, oder, ja. Boah, du bist ja gesagt, die Gestaltung von zukünftigen Folgen. Der ist bald da. Auch Rockburg, go ahead. Mit 40 durch, ne? War ja schon 35 Miles, 89 Kilometer pro Stunde sind sie nicht. Geschwindigkeit, die Antarktika war dementsprechend korrekt. Ich habe mich nur verwirren lassen. 89 Kilometer pro Stunde wären ja eher so 55 Miles per Hour gewesen, glaube ich, so um den Dreh, oder waren das 60? Jetzt noch. Was? 76 Kilometer? Holy shit! Ich will ja nichts sagen, aber das schaffen wir nicht.
durch, ich bin Arzt. Ich glaube zumindest nicht, dass wir das schaffen. Das wird um 40. Ganz enge Liste. Aber es soll immer vielleicht auch noch schaffen. 30 Kilometer noch. 30 Kilometer können wir noch. Aber eine Punktlandung werden mit dem Tank. 22. 20. 19. 18. 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, oh, heilige Scheiße. Boah, leck mich am Arsch. Das ist doch wieder richtig. Das ist aber eine heftige Folge wieder. Boah, einmal Fulltanken bitte. Also das hätte aber sowas von ins Auge gehen können. Doch mal tanken, Mann. Dann fahr doch woanders lang. Die Frage ist, können wir überhaupt uns aufs Ohr legen? Das ist ja immer so ein Problem hier. Gereicht.
denn hier nicht pennen? Das ist doch wieder scheiße. Ja, 230 Kilometer, wir sind sowieso viel zu früh da, also mal sehen, wir rufen einfach mal eine Firma unterwegs an und fragen, ob wir auch früher abliefern dürfen. Ich habe nicht sonderlich viel Lust, 12 Stunden dort hinzustehen. Können wir vielleicht mal gucken, ob wir da noch einen früheren Ablage haben. Eieiei. Das immer wieder so spannend sein muss hier. Jetzt ab zur US-amerikanischen Grenze. Fahren die restlichen 200 Kilometer. Auf US-amerikanischem Boden. Vielleicht auch schon weniger als 200 Kilometer, aber um die 200 Kilometer werden es sein. Wieder das System von Meilen, ach, von Kilometer pro Stunde, von Kilometer auf Meilen umändern und dann können wir uns auch an die Schilder halten. Guck, wenn ich hier nochmal gekonnt. Welcome to America. Ja, ändern wir mal das Navi um. Weil wir ändern das Navi am Computer um. Und dann haben wir das Ganze auch in Meilen. Aber eigentlich sind wir immer noch in der Kilometerzone. Ja gut, also. Immer noch vom Navi-mäßigen oder von dem, was jetzt so die Map her sagt, noch ein Dings-Teil, aber wir sind eigentlich in Amerika. Jetzt wird nur 35 fahren.
machen wir das doch mal. Um den Dreh zumindest. Holen. Oh, schon raus. Wir sind auch schon fast in Detroit. Wie gesagt, wir machen in Detroit nochmal eine kleine Stadtrundfahrt, mehr oder weniger. Und fahren ein Direct Hire und in der Werkstatt mit Truck Dealer vorbei. Einfach um zu schauen, was es dort so gibt an Trailern, an Trucks. Vielleicht gibt es ja Volvo zu kaufen, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Wie gesagt, wenn wir gleich irgendwie so in von der Map gleich in eine 100er Zone reingedrückt werden, dann bleibe ich bei den 68 Miles per Hour, weil obwohl wir dann nur 62 dürften und demnach 1 Kilometer pro Stunde für eine Meile pro Stunde über dem Tempolimit sind, werde ich das halt was unterlassen, weil, naja, ist ja halt nicht so, ne? Nur noch 45 Meilen bis Detroit. Wir hätten noch links bleiben können. Wobei das wird gleich hier wieder eine Abfahrt geben. Glaube ich, ja doch. Sprich, eine zweispurig bleiben für die Leute, die geradeaus ins Kreuz fahren. So wie wir. Und die anderen dürfen dann. Wir brauchen noch 55 Miles drauf. Macht Sinn, aber also wenn die KI 1 kann, dann ausbremsen. Da jetzt aber liegt die Spur, soll das mal super sein? Das müsste andere Gas geben. Was passiert hier? KI ist ja mal wieder lustig. Brain dead. Das macht wiederum Sinn, diese Aktion. Ist halt wie es ist, ne? Power True geht es nicht. Zumindest nicht in dieser Version der Map. Wechseln.
Bremsstrecke bei der Spur. Dann fahren wir links raus, fahren dann rechts, dann nochmal rechts, dann über ein Direct Hire vorbei, dann fahren wir geradeaus über den Highway, also über die Schnellstraße. In Detroit. Ich war also über die Main Street. Kamen wir dann nochmal rüber? Scheinbar nicht. Wir kreuzen die sogar. Okay. Und dann fahren wir am Truck Dealer vorbei und dann sind wir auch schon bei Bitum. Und jetzt werden wir bei Bitum ab. Bitum. Ein fieser Spot, du hast einen Spot, der schon echt kacke ist hier für den Feier. Kommt nix. Oh, hier kommt was. Warten. Dann fahren wir bei Direct Hire vorbei. Das ist erst wirklich interessant. Arbeitsagentur entdeckt. Vorlassen, schon mal voraus gesagt. Hier gibt es einen Kenrers-Händler. Dann wollen wir mal zu Bitum und die Fracht hier abliefern. Kassieren wir die $27,600. Echt ein Scheiß-Spot für so einen Trailer.
wäre eigentlich ganz gut. Okay. War's gewesen. Och, ernsthaft. Oh, kann man machen. Kann man so. Würde ich sagen, liefern wir mal ab und kassieren die Kohle. Schürfzug von Iroquois Falls nach Detroit geliefert. Gefahrener Strecke 735 Meilen. Dauer 25 Stunden, 44 Minuten. Verbrauch der Treibstoff 139 Gallon. Gesamtbekommen wir dafür 27.679 Dollar und 1.715 Erfahrungspunkte. Dadurch sind wir ein Level höher auf Level 7 Enthusiast. Sprich, wir können jetzt auf, glaube, wieder ADR gehen, oder? Ja, wir können wieder Fahrgut gehen. Dementsprechend gehen wir jetzt auf Nummer DOS. Sprich, wir können Klasse 2.1 fahren. Inflammbare Gase, zum Beispiel Acetylen oder Wasserstoff. Klasse 2.2, nicht entflammbare Gase, zum Beispiel kryogenische, tiefkalte Gase und Flüssigkeiten wie Stickstoff oder Neon. Und Klasse 2.3, giftige Gase, die beim Einatmen den Tod oder ernsthafte Verletzungen zur Folge haben können. Beispiele sind Fluor, Chlor und Blausäure. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die 12. Folge. Ich hoffe, ich sehe euch vielleicht im nächsten Video wieder. Hier von American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded. Oder auf einmal in dem Video hier auf dem Kanal. Und eventuell fahren wir nächste Folge mal andersrum von Sioux Falls nach Russells und bekommen dann für den Container-Schaffler, den wir transportieren, dann knapp 30.000 bis 29.000. Und ein paar zerquetschte und dadurch sind wir dann auf jeden Fall auf über 130.000. Sollte alles nach Plan verlaufen. Es wäre sogar nicht schlecht, wenn wir nach Russell fahren und entdecken wir nochmal immer den Showbau bzw. den Kanal nochmal was Neues. Und können dementsprechend danach unseren eigenen LKW uns besorgen. Ich weiß halt, wie gesagt, wir haben glaube ich, okay, wir haben nur den Kenworth Händler. Wir haben noch gar nichts weiter aufgedeckt. Heißt, vergesst, was ich gesagt habe, wir schauen einfach mal nach. Also die Tour werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Wir gucken mal einfach in Detroit, ob wir hier den Mac haben oder nicht. Aber so wie es aussieht, haben wir den hier einfach mal nicht. Das ist überall, das ist alles nur Kenworth. Das heißt, wir müssen es noch weiter aufdecken. Schade, Marmelade. schade. Wir haben nochmal denselben Auftrag, können wir immer noch fahren, Sioux Falls nach Russell. Ist denn in Russell, was jetzt viel wichtiger ist, ist, ob es in Russell einen Händler gibt. Es gibt in Russell keinen Händler, dementsprechend wäre es, das ist nicht ganz so sinnvoll. In Grand Forks gab es glaube ich auch keinen. Vielleicht fahren wir dann auch Containerschlachterchassis von Sioux Falls nach Cheyenne. Wir fahren von Cheyenne über Omaha. Aber wir fahren nach Cheyenne über Omaha. Sioux Falls über Omaha. Hier gibt es auch nichts. Das ist doch wieder mal traurig. Gibt es denn in Cheyenne wenigstens was? In Cheyenne gibt es. Ja. Vielleicht was. Dann würde ich sagen, fahren wir eher nach Cheyenne über die Interstate 80 und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!